Nachdem wir uns in den letzten Videos sehr viel mit der Endzeit beschäftigt haben, wollen wir uns in diesem Video einzig und allein mit der Zeit auseinandersetzen, die nach der Endzeit anfängt, nämlich das Königreich Gottes auf Erden. Denn das Ende der Endzeit ist gleichzeitig auch der Anfang des Millenniums. Wer heutzutage sein Hauptziel darin sieht, reich zu werden, der sollte seine Ziele lieber nochmal überdenken. Der Messias sagte in Matthäus 6, Vers 33: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das Königreich Gottes zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es gerecht regiert wird, also von einem gerechten König, durch ein gerechtes Gesetz und durch ein gerechtes Gericht. Deswegen schrieb Paulus in Römer 14, Vers 17: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist also ein Reich der Gerechten, während die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden. So warnte Paulus außerdem im 1. Korinther 6 ab Vers 9, wo er sagte: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Gerechte Menschen lieben Gott von ganzem Herzen und ihren Nächsten wie sich selbst. Sie brechen weder das erste Gebot der Bibel noch das vierte oder das sechste. Denn Jesus sagte in Matthäus 5 ab Vers 18: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Wir sehen also, dass nicht jeder Erlöste im Reich Gottes dieselbe Stellung haben wird. Es kommt ganz darauf an, was er lehrt und wie er lebt. Aber auch der Glaube spielt natürlich eine entscheidende Rolle. So sagte Jeschua der Messias in Markus 10 ab Vers 14 über die Kinder: Lasst die Kinder zu mir kommen, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Denn Kinder glauben am Anfang alles, was man ihnen erzählt, zum Beispiel an den Weihnachtsmann. Kinder lernen auch im frühen Alter sehr schnell und genauso felsenfest sollen auch wir an die Worte Gottes glauben wie ein Kind, das mehr lernen möchte über die Weisheiten, Geschichten, Prophezeiungen und Gebote, die sich in der Bibel befinden. Woran wir als Christen auf jeden Fall glauben müssen, ist natürlich das Evangelium. Nun ist es allerdings so, dass Menschen aus Fleisch und Blut das Reich Gottes laut Bibel nicht erben werden, weil wir zuvor verwandelt werden müssen. Darum sprach Paulus im 1. Korinther 15 ab Vers 22: Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden bei seiner Wiederkunft. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, wir werden aber alle verwandelt werden, zur Zeit der letzten Posaune. Die Toten werden auferweckt werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Die Zeit der letzten Posaune ist die Zeit, wenn die siebte Posaune der Offenbarung erschallen wird, was höchstwahrscheinlich an einem Posaunenfest geschehen wird. Viele werden in der Endzeit voll des Heiligen Geistes sein, so wie es bei den Aposteln an Pfingsten der Fall war, und sie werden die Botschaft Gottes verkünden und ein Licht im Reich der Finsternis sein. Darum wird man auch gegen sie vorgehen, weil die Welt die Wahrheit nicht hören will und nicht vertragen kann. Der Messias prophezeite in Markus 13, Vers 11: Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Und auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht geschrieben: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nun werfen wir mal einen Blick ins Königreich des Messias, der ja von Jerusalem aus regieren wird,
wo er seinen Thron besteigen wird. Wenn dies geschieht und der Satan gebunden ist, werden die Völker Folgendes tun. Jesaja 2, Vers 3: Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das Gesetz, durch das der Messias regieren wird, ist die Tora, durch die auch schon König David regiert hat. Doch im Gegensatz zu David hat der Messias die Tora vollständig erfüllt und nie gesündigt, also nie gegen das Gesetz Gottes verstoßen, sodass er sich als würdig erwiesen hat, die Königsherrschaft Gottes auf Erden anzutreten. Im Reich Gottes wird man außerdem auch den Sabbat heiligen. So prophezeit Jesaja außerdem: Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Doch die Heidenvölker werden nicht nur vor dem König anbeten, sie werden auch den König anbeten, denn es ist der König der Könige. Die Heidenvölker werden dann auch nicht mehr Weihnachten oder Ostern feiern, sondern wieder die Feiertage Jahwes. So prophezeit Sacharja in Kapitel 14, Vers 16: Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herr der Herrscher, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Werfen wir nun mal einen Blick auf die Tierwelt zu jener Zeit. In Jesaja 11, Vers 7 und Jesaja 65, Vers 25 steht geschrieben: Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Das Reich Gottes ist jedoch vor allem für die Menschen ein Paradies, die diese Ungerechtigkeit auf Erden leid sind und nach Gerechtigkeit streben und hungern. Man muss kein Christ sein, um sich eine bessere Welt zu wünschen, gerade in einer Zeit, wo die Welt aus den Fugen gerät, aber man muss in der Tat ein gläubiger Christ sein, um Hoffnung in der Endzeit zu haben und über das Leben hinaus. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Die Bibel sagt, dass der Messias bei seiner Wiederkunft mit den Wolken kommen wird, also vom Himmel auf die Erde. Doch schauen wir mal, wo der Messias laut Bibel sozusagen landen wird. In Sacharja 14 und Matthäus 24 heißt es: Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das, auf das gläubige Christen sehnsüchtig warten, ist diese Wiederkunft des Messias und die damit verbundene Königsherrschaft auf Erden. Im Alten Testament, genauer gesagt im Psalm 72 und 95, wird über das Millennium außerdem prophezeit: In seinen Tagen, in den Tagen des Messias, wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen. Kommt, lasst uns anbeten und beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Auch die Wüstenvölker, hauptsächlich die Araber, werden also den König in seinem Königreich anbeten, weil sie ihn erkannt haben und, so Gott will auch, bald erkennen werden. Und dieser König wird niemand anderes sein als Jeschua der Messias, Jesus Christus, über den es in Philipper 2 ab Vers 9 heißt: Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alle Knie werden sich also beugen vor dem König der Könige. Und weil einer der beiden Männer, die mit Jesus gekreuzigt wurden, ebenfalls erkannte, wer Jesus wirklich war, sprach er laut Lukas 23, Vers 42 zu Messias:
Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Jesus hat ihm versprochen, diese Bitte zu erfüllen, weswegen also auch der Mitgekreuzigte im Reich Gottes sein wird. Nun haben auch die Apostel diese Königsherrschaft vor 2000 Jahren erwartet bzw. herbeigesehnt, weswegen sie auch Jesus nach seiner Auferstehung fragten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Wie wir wissen, ist dies nicht der Fall gewesen. Denn zuvor müssen noch die 10 zerstreuten Stämme Israels identifiziert und gesammelt werden, da ein König nur über ein vereintes Königreich regieren kann. Dies geschieht erst bei der Wiederkunft des Messias und hat seinen Anfang womöglich bei der Ankunft der 2 Endzeitpropheten, auf die ich bereits eingegangen bin. Dann wird laut Offenbarung 19, Vers 6 eine große Volksmenge sprechen: Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lang lebe der König, nein Moment, ich meine, ewig lebe der König der Könige, Jeschua der Messias, Jesus Christus. Amen.